Notiz Fliegen erhalten. Faye hat Colin empfohlen, sich bei dem Flughafen zu erkundigen. Na dann. Colins Cello. Es ist recht überfüllt hier draußen. Lass uns wieder reingehen. Oh, guck mal. Da liegt ein Bettchen. Wow. Als ob er mit seinem Posterausverkauf zusammengerasselt wäre. Oder mit der Pubertät. Bei so einem Balkonzimmer müssen seine Eltern aber fest davon ausgehen, dass er nicht schlafwandelt. Das ist wohl wahr. Was ist, wenn er wirklich mal schlafwandelt, draußen auf den Balkon geht, auf das Balkongitter draufsteigt und runterfällt? Na, das Poster zu einem Horrorfilm. Hey. Hätte nicht gedacht, dass es darauf steht. Horrorfilme sind geil, wenn sie gut gemacht sind. Im Bücherregal liegt ein Plüsch-Rudog. Ein Plüsch-Rudog. Moment mal, das ist doch der, mit dem er bei A Bird Story, glaube ich, ferngeguckt hat, oder? Kann das sein? Ich meine, wenn du wirklich unbedingt fliegen willst, sagte Faye, warum wirst du nicht einfach Pilot? Das grüne Buch aus dem Regal ist also einfach nur ein Tagebuch? Scheint so. Aha, das Memento. Wir haben das Memento gefunden. Was ist hier? Diverse Videokonzepte mit Science-Fiction und Horrorfilmen und Klassikern. Entschuldigung. So, gut. Verschlossen. Okay. Heißt also, wir können hier nicht raus. Hä? Wo ist denn dann der dritte Memory Link? Oder ist der da draußen? Nun ja, das freundliche Mädchen von nebenan ist natürlich auch ein Weg zum Fliegen inspiriert zu werden. Sich an all diese nächtlichen Gespräche zu erinnern, während er auf dem Sterbebett liegt. So. Okay. Wo haben wir den letzten Memory Link? Ein Poster einer tropischen Insel, umgeben von einer Lagune und einem Korallenriff. Das kommt mir bekannt vor. Das ist der gleiche Ort wie auf dem Gemälde, das er in seinen späteren Jahren in meinem Bett hängen hat. Er hat außerdem genau das gleiche Bild noch immer oben auf seinem Dachboden. Für einen Teenager hat er aber einen ganz schön altmodischen Postergeschmack. Ah, da ist dann der nächste Memory Link. Perfekt. Dann wollen wir mal das Memento vorbereiten. Zack. So. Schauen wir mal. Okay, das ist es nicht. Ja, super, dann haben wir wieder ein X. Wie kommen wir denn jetzt? Ah, okay. Oh. Ja gut, jetzt ist das wieder runtergefallen, auch nicht schlecht. Was ist, wenn wir das hier rauf tun? Oh nein, das wollte ich nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwieriger als gedacht. Wie schaffe ich denn das jetzt am besten?
Das ist schwieriger als gedacht jetzt irgendwie. Das Buch müssen wir irgendwie zusammenflicken. Okay, das geht nicht. Okay, so, jetzt haben wir es. So. Entschuldigung, manchmal dauert es bei mir ein bisschen länger, bis ich das alles geschafft habe. Aber gut, jetzt haben wir es ja. Und wo ist jetzt das Memento? Ah, hier. Hier ist es. Aktivieren. Zack. Ah, wir sind mit einem Flugzeug. Sehr schön. Und wir sind wieder im Alter. Tja, das wäre dann die Antwort auf die Frage, ob er es noch weit bringt mit der Fliegerei. Dann meinst du wohl. Huch. Oakland Center Cactus 135 Cruising Flight Level 390. Cactus 135 Oakland Center Elevator Setting 3007 CM. Elevator 3007 Cactus 135 out. Siehst du, Grünschnabel, du musst dich nur an die Regeln halten und die richtigen Funkwörter benutzen. Jedes einzelne Mal. Selbst wenn du nicht am Funkgerät sitzt, zu Hause mit deiner Frau. Aber die Oberausbilderin meinte, sehe ich aus wie die Oberausbilderin? Hat ihr Gesicht so einen preisgekrönten Schnurrbart wie meins? Glaub nicht, dass ich es dir einfach mache, nur weil das dein erster Flug bei uns ist. Als mein Co-Pilot möchte ich stets nur zwei Dinge von ihr hören. Und zwar, jawohl, Captain, und Fahrwerk ausgefahren. Guter Witz, ja. Sehe ich etwa aus, als würde ich einen Witz machen? Nein, natürlich nicht, Sir. Was, habe ich über die einzigen zwei Dinge, die ich von dir hören will, gesagt? Jawohl, Captain. Also, sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Fahrwerk ausgefahren? Verflixt, immer schicken sie mir die hirnlosen Schönlinge. Na, oh, wow. Natürlich wollte er jetzt nicht sagen, jawohl, Captain, weil sonst, ja. Ich weiß nicht, worauf das dann, wie das dann geendet hätte. Eieiei. Das ist doch nicht euer Ernst. Nun ja, du weißt, dass die Erinnerungen manchmal zu Übertreibungen neigen. Hoffe ich zumindest. Notiz Captain Ernst erhalten. Hey! Notiz Captain Ernst. Preisgekrönter Schnurrbart. Oh ja. Das ist er wohl. So. Kurz wieder abspeichern. Zack. So. Dann gucken wir mal. Ich hatte nur eine Bitte, mir keinen Flachkürbis zu senden. Und was machen Sie? Sie senden mir einen Flachkürbis. Ja, Captain. Oh, wow. Was haben wir hier? Macht er immer noch Tagebucheinträge in diesem Ding? Es ist nur eine Checkliste zur Flugvorbereitung, die dort angeklebt worden ist. Aha. Und wir haben einen Memory Link erhalten. Juhu. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Aha! Guck mal, sehr schön. Und wie war Ihr erster Tag? Ist Captain Ernst immer so? Ich habe fast nichts gemacht, außer rumsitzen. Ja, daran sollten Sie sich vielleicht vorerst gewöhnen. Aber vergessen wir ihn mal. Haben Sie heute Nacht schon was vor? Die anderen Flugbegleiterinnen und ich wollen Sie zur Feier des Tages auf ein paar Drinks einladen. Ach, bedanken Sie sich in meinem Namen, aber ich sollte gleich nach Hause fahren. Meine Frau ist fast zur Hälfte durch das erste Trimester. Ich bin so schon lang genug weg. Wow, nochmal herzlichen Glückwunsch. Haben Sie schon einen Namen ausgesucht? Ja, wir werden wohl Asher nehmen. Ah, so kam es zum Namen Asher, alles klar. Gut, da ist was. Zack, da haben wir es ja.
Da haben wir das Memento. Na dann, vorbereiten. Was ist das? Ah, die Kapitänsmütze. Die Kapitänsmütze. Okay. Zack. So, na, das war ja easy. Das war easy. Na, lustig. So. Memento aktivieren. Ah, wir sind wieder im Teenager-Alter. Los, frag ihn. Okay. Verzeihung. Sind Sie Pilot bei einer Fluggesellschaft? Das ist ein kleiner Stadtflughafen, Kleiner. Hier gibt's keine Fluggesellschaften. Ich bin Charterflieger. Willst du einen Flug chartern? Ich will fliegen lernen. Können Sie mir das beibringen? Du fängst ja früher an, was? Du solltest dich lieber an die Flugschule wenden. Geh da vorne ums Eck und dann den Gang entlang. Bei der Abfertigung können sie dir weiterhelfen. Siehst du? Ich sag doch, es ist ein Versuch wert. Okay, und der erste Memory Link ist schon da. Sehr cool. So, da haben wir die Kapitänsmütze. Okay. Können wir sonst nichts erreichen? Sonst haben wir da nichts. Gut. Weiter geht's. Da haben wir noch jemanden. Moinsens. Ah, gib mir meine Dosis Zucker, du blödes Teil. Ich lern's wohl nie. Okay. Gut. Der hat zu tun. Was ist hier los? Was zum Teufel ist das? Ich hinterlasse nur etwas für die Klasse. Vielleicht sollte der Kopf kleiner sein wegen der Aerodynamik. Ist doch egal. Sie hat einen extra Antrieb aus ihren Hintern. Oh wow. Ein Katzenkopf und hinten der Körper eines Flugzeugs. Wow. Okay, nicht schlecht gemalt, nicht schlecht. Naja, vielleicht findet er sich ja irgendwer lustig. Ja, ich weiß es nicht. So, ein Bildchen. Ein Poster mit dem Schaltpult eines kleinen Flugzeugs. Eines kleinen Flugzeugs. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein kleiner Jet sein. So. Ich wette, er weiß etwas darüber. Wie, Moment mal. Hey, ich glaube, ich habe dich hier noch nie gesehen. Ja, ich möchte herausfinden, wie ich Pilot werde. Oh, das ist einfach. Du suchst dir einen Ausbilder und übst. Tatsächlich arbeite ich gerade an meiner eigenen Lizenz. Die Hälfte habe ich schon hinter mir. Ist das nicht ziemlich teuer? Ja, aber darum arbeite ich hier in Teilzeit. Die Bezahlung ist nicht großartig, aber der Rabatt auf Flugstunden hilft. Okay. Was haben wir hier? Ein Gemälde eines einmotorigen Flugzeugs. Ich glaube, das ist Painting in Collins Dachboden, als ich vorhin da war. Hat sich wohl ein Souvenir mitgenommen, wie es aussieht. So sieht's aus. Haben wir da irgendwas? Nein. Gut. Hey, ich glaube, ich habe dich hier noch nie gesehen. Okay, das ist Barry. Oder Brandon. Nee, Brandon war's. Barry ist der am Automaten. So, da haben wir niemanden mehr. Kriegen wir da keinen weiteren Memory Link, sag mal? Das kann ja nicht sein. Du könntest die Leute in der Abfertigung am Ende des Ganges fragen. Okay. Gut.
können wir denn noch lang? Hier vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Da draußen stehen Flugzeuge. Ich wette, die Abfertigung findet hier statt. Wir bilden Piloten aus und du willst die Voraussetzungen erfüllen, aber es ist nicht günstig. Kann man da gar nichts tun? Nun, ich kann es nicht entscheiden, aber du könntest dein Glück beim Besitzer versuchen. Er macht gerade Pause. Ich werde ihm Bescheid sagen, dass du vorbeikommst. Der Besitzer des kompletten Flughafens? Yep, dieser Flughafen ist ein Familienbetrieb. Sein Büro ist am anderen Ende des Ganges. Hast du es gehört? Ein Familienbetrieb. Was bedeutet das? Dass es einer Familie gehört. Was denn sonst? Und damit wahrscheinlich der Mafia. Mafia? Welche Mafia? Und ich bin direkt hinter dir, weißt du? Ja, genau wie in Der Pate. Lass uns losgehen. Was? Der Pate! Ach, was für ein wunderschöner Klassiker. Ah, meine Kinder. Ah, da haben wir den nächsten Memory Link. Sehr gut. Ich könnte jeden ans Herz legen, der den, also wer den Paten noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Wunderbarer Klassiker. Zwar schon sehr alt, aber trotzdem gut. Mit Al Pacino in der Hauptrolle. Also zumindest ab Teil 2. In Teil 1 ist es eigentlich noch Marlon Brando. Ich bin bereit zum Abflug, Sir. Ich war heute früh da, habe das Gewicht und die Balance kalkuliert und die Logbücher sind überprüft. Zwei Worte. Niedrige Wolken. Scheiße. Yep, dein Flug ist für heute abgesagt. Okay. Nein, mein Internet ist gerade weg. Lol. Naja gut, ist eh ein Offline-Spiel. So, gut, dann gehen wir da mal rein. Da kriegen wir sicher den letzten Memory Link. Huh. Das ist doch nicht euer Ernst. So. Du bist also das Kind, von dem er mir erzählt hat. Oh wow. Ist das Marlon Brando? Oder Al Pacino? Sehen Sie, Sir, ich möchte keinen Ärger. Natürlich möchtest du das nicht, mein Sohn. Auf der Straße heißt es, dass du ein Pilot werden möchtest. Ja, Sir. Aber du hast keinerlei Erfahrung. Nein, Sir. Keinen Hintergrund. Nein. Und du hast kein Geld. Hab ich nicht, Sir. Trotzdem kommst du zu mir am Tag des Flugexamens meiner Tochter und forderst meine Gastfreundschaft? Möchtest meine Einrichtung nutzen ohne ein Angebot? Zeigst du mir und meinem Familienbetrieb keinen Respekt? Psst. Sag ihm, dass du starke Arme hast und im Flughafen aushelfen kannst. Ich habe mehr oder weniger starke Arme. Oh, möchtest du sagen, dass du arbeiten willst? Ja, willst du. Ja, will ich. Ein interessantes Angebot. Es ist wahr, in letzter Zeit sind ein paar Positionen frei geworden. Vielleicht könnten wir eine helfende Hand gebrauchen. Ausgezeichnet. Das ist ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Ich mache Ihnen ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Noch ein Amaretto, Sauer, Ricardo, und lass den Amaretto weg. Kleiner, du arbeitest jetzt für mich. Und mit deinem Lohn wirst du für dein Training aufkommen. Einem Flug nach dem anderen. Schnell, danke ihm und tritt zurück. Danke für ihre Großzügigkeit, Sir. Siehst du? Du hast es geschafft. Halt mal, da
Das war doch nur eine Bewerbung für einen Job. Shh, du bist jetzt praktisch die rechte Hand vom Boss. Ja, wow. Die rechte Hand vom Boss. Juhu. Also, wenn wir annehmen, dass seine Erinnerung übertrieben ist, ist das sowas wie Rassismus gegen Italiener? Ich bin mir nicht sicher. Italiener ist keine Rasse, Neil. Aber anscheinend hat er eine Tendenz dazu, sich auf die kreative Art an Dinge zu erinnern. Hey, vielleicht kommt das einfach davon, dass er mit 8 diesen Film gesehen hat. Wie dem auch sei. Mal sehen, ob der Don etwas für uns hat. Notiz, ernster Job erhalten. Erster Job erhalten. Praktisch die rechte Hand vom Boss. Natürlich, wir sind die rechte Hand vom Boss. Sehr schön. Na, das läuft doch. So, haben wir da irgendwo ein Memento? Ein Amaretto-Sauer ohne den Amaretto. Aha! Und da ist das Memento. Siehst du mal, habe ich ja gesagt. Ich wusste doch, dass da irgendwo das Memento sein muss. So, Memento vorbereiten. Los geht's. Ah ja. Oh, lul. Okay. Zack, das war's. Das ging easy. Das war easy. So, und aktivieren. Endlich ein bisschen Tropenluft. Hey, und wir sind ungefähr in der Mitte. Bitte sehr, Sir. Ihr Amaretto-Sauer und lasst es in den Amaretto weg. Danke. Genau wie ich ihn mag. Und für Lady, ihr Amaretto-Sauer und lasst es in das Sauer weg. Vielen Dank auch. Ich wusste gar nicht, dass es auch bei Ihnen, dass es den auch bei Ihnen gibt. Kannst du so viel Zitronensaft vertragen? Das ist ein Lieblingsgetränk von früher. Wir sind also wirklich hier? Boah, schön. Du wolltest doch schon lange mal hierher kommen, nicht wahr? Ist es so, wie du es dir erträumt hast? Naja, wenn man Erwartungen hat. Aber ja, es ist trotzdem schön. Aber wie geht's dir damit? Hm? Naja, dass wir die Hälfte unserer Ersparnisse für verspätete Flitterwochen ausgegeben haben. Hey, an sowas sollten wir jetzt nicht denken. Wir gleichen das wieder aus, wenn wir zurück sind. Warten einige Konzerte auf mich. Und dann wäre ja dann noch der neue Job. Mr. Verkehrspilot. Fordere ein Schicksal nicht heraus. Es könnte noch etwas dauern, bis ich dort anfange. Außerdem wird das Gehalt vorerst nicht so gut sein. Hey, solange du diese coole Sonnenbrille tragen darfst? Letzte Woche habe ich mit Maria gesprochen. Wir haben uns auf den flexiblen Zeitplan geeinigt. Wir sind also bereit, was? Ja, so bereit, wie wir nur sein können. Weißt du, das könnte die letzte Reise dieser Art sein, die wir für lange Zeit machen können. Ha. Eines Tages muss der kleine Mistkerl zahlen für all die Reisen, die wir verpasst haben. Bis dahin, ein weiterer Grund, den Rest hiervon zu genießen. Prost auf den Rest hiervon. Ja, Prost. Shit. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Geschmeidig, der Mann. Notiz bedauern, ungeschickter Start. Hey. Ungeschickter Start. Ein ungeschickter Start in den langersehnten Flitterwochen. Ja, das könnte man so sagen. Gut, Freunde, ich würde mal sagen, an dieser Stelle mal hier mal kurz wieder ein Päuschen. Vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Message wieder. Und dann geht's weiter mit Let's Play Finding Paradise und der Geschichte rund um Colin, Sophia, Usher und wie die alles sonst noch so heißen. Also, mach's gut, bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss.